Hi zusammen und willkommen zurück zu Lies of P. Es geht weiter im Hotel von Krat. So, ich werde mal ganz kurz vielleicht meine benutzbaren Gegenstände ein bisschen umändern. Ja. Ja, ich mache mal das Rädchen rein. Super. Oh, ich freue mich so, Leute, dass ich jetzt diese drei Medaillons habe. Es ist wunderbar, dass sie da alle reinpassen. Jetzt müsste ich als nächstes vielleicht nochmal die Fabelslots ein bisschen erhöhen. Aber mal sehen. So. Würde ich sagen, geht's weiter zum Rathaus des Malum-Distrikts. Oh, warte mal, da ist Geppetto, kann ich noch sprechen. Bevor ich das vergesse. Der gute alte Papa. So. Und ich wollte hier nochmal gucken wegen dem Baum, dem Goldmünzenbaum. Mal sehen. You're back. The Malum District was as grim as we feared, was it not? But with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture, we can focus elsewhere. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppets' lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. I always remember these favors you've done for me. Though it pains me to send someone so precious into such peril. Oha, es ging doch aber noch weiter, oder? Also hinter dem Bereich. This portrait. Oh, I remember it. Fondly. I thought it was lost forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it. To think that you have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son. I know just where to hang it in the hotel. Aha. Klatschen. War das vielleicht wirklich sein Sohn, ja? Petos Sohn? Was, du kannst das jetzt nicht benutzen. Hä? The city of Krat. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any questions. And ja, hatten wir alles schon. Warte mal, den Quarz habe ich ja benutzt, ja. Schade eigentlich, dass man da nicht mehr drüber erfährt, aber vielleicht kommt das ja mit der Zeit noch. Ist die Musik hier so schön. Verträumt alles, ne? Na gut. Oh, nein, ich kann noch mit ihr reden. Wenn sie das ist, dann war sie aber auch mal eine sehr schöne Lady. Hurry up. I heard from Geppetto. Rosa Isabel Street is ever so dangerous, I'm told. I hoped we wouldn't have to unlock the passage there. But if we want to stop this disaster once and for all, I fear we've no choice. Geppetto and I care about you very much, you know. Stay safe. For both of us. I feel like my time is slowly coming to an end. Er sagte ja, sie gibt mir den Schlüssel. It's a nice feeling to know that someone waits for you. That someone cares. Please take care out there. Ja, sie hat ja anscheinend auch die Krankheit. People have no idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. Okay. Nee, wir gehen erst einmal zur Kapelle. Gucken, was da so los ist. Zum Rathaus, meine ich doch. Nicht zur Kapelle. Ach scheiße, jetzt habe ich die Goldmünzen vergessen. Ach ja, egal. Mal sehen, vielleicht spiele ich es ja nochmal im Livestream dann irgendwann als New Game Plus durch. Wenn das überhaupt jemanden interessiert. Neblige Morgendämmerung. Wie die Zeit hier vergeht.
Okay. Weil was haben die eigentlich hier gemacht? Die schwarzen Kaninchen, das ist doch alles schon eh für den Arsch. Oh, der 3. Monat, Stalker-Masken. Ja. Warum haben die Stalker angefangen, Tiermasken zu tragen? Laut Stadthistoriken war es im alten Grad üblich, Tiermasken zu tragen. Es war eines der Rituale, um sein Leben zu offenbaren, wenn man gegen die legendären Felstitanen kämpfte. Ob ihr es glaubt oder nicht, diese Legende ist eine Inspiration für die Stalker von heute. Nicht nur zur Verteidigung und für die Mode, sondern auch für den eigenen Rang und die entsprechenden Fähigkeiten zu zeigen. Die Verbindung zwischen dem Rang und den Tiermasken ist nicht klar, aber meistens wählen die Stärkeren ihre bevorzugte Maske zuerst. Es gibt vielleicht sogar Neulinge, die gezwungen werden, alberne Masken zu tragen, die von ihren Vorgesetzten ausgesucht werden. Wie wäre es, wenn du in diesen unruhigen Zeiten der Versteinerungskrankheit deinen Geist mit einer energiegeladenen Stalker-Maske auffrischst? Such dir dein Seelentier deiner Wahl aus. Verschiedene modische Stalker-Masken warten auf dich. PS, dieser Gegenstand enthält einen von der Werkstatt patentierten Sporenfilter zum Schutz gegen die Versteinerungskrankheit. Ey Bruder, das Hakuse erledigt. Wer ist mit einer schwarzen Leopardenmaske? Die Werkstatt ist auch erledigt. Warum sollten sie so etwas herstellen? Ja, ich denke mir halt auch, so ein schwarzes Kaninchen ist nicht gerade so ein Symbol für Stärke, oder? Es wirkt eher niedlich als sonst was. Boah, wie die da überall rumkretzen da, die Viecher. Okay. Ah, der Typ ist wieder da. You have no idea how happy I am to see you, Mr. Stalker. Hello. It's a relief to see you. I'll get straight to the point. I found the gold coin tree. Who knew it was right beside us? Sehr gut. But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. Pathetic, yeah. So close, yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Okay. I heard the alchemists made a device capable of fully utilizing gold coin fruit. I ignored it, assuming it was just a legend. You hear all sorts of wild tales about alchemists. Now that I know gold coin fruit actually exists, though, perhaps it's all true. Interact with the Saintess statue at the Grand Exhibition. You might be able to use the other powers of the gold coin fruit. I might look urbane now, but I used to be a farmer. I'm also interested in growing trees. I heard about a vendor who sells plant alchemy boosters. They might work on this tree too. If you come across such boosters, bring them to the tree. Okay. Guck ich doch mal. Hier geht's zur großen Ausstellung, aber ich habe auch dann den Schlüssel für die Rosa Isabella Straße. Ja, da bin ich mal gespannt. Ist das der Baum schon? Oha. Da wachsen aber keine Früchte. Oh, doch. Krass. Wow. I never expected to see the gold coin tree in a place like this. Alles klar, du kannst zu bestimmten Zeiten Früchte vom Goldmünzenbaum ernten. Die Frucht kann an verschiedenen Orten verwendet werden. Verwende Booster, um das Wachstum zu beschleunigen. Die goldähnliche Frucht birgt Zauberkräfte und ist damit ein kostbares Wundermittel. Doch so betörend... Hier.
Birgt Zauberkräfte und ist dabei dein kostbares Wundermittel. Doch so betörend ein Wunder auch sein mag, es hat immer seinen Preis. Eine seltene Frucht, die der Goldmünzenbaum hervorbringt. Wenn du sie Janjo bringst, wird er ihren Wert erkennen. Alles klar. Ach, guck mal, das ist jetzt oben noch neben den Ergos als Währung angezeichnet. Stalker, oder was? Please. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Ja. Ach, guck mal. Ach, wie geil. Das ist ja nett. Was haben wir denn da alles? Den Wiederherstellungswunschstein. Ach, den muss ich jetzt jedes Mal kaufen, wenn ich einmal den Würfel benutze. Okay. Ja. Wenn er benutzt wird, kann er einen besonderen Effekt haben. Erhöht für einen bestimmten Zeitraum die maximale Ausdauer. Stellt vorübergehend Legionen wieder her. Erhöht für einen bestimmten Zeitraum bei Angriffen die aufgeladene Menge Fabel. Stellt Gespenst-LP wieder her. Also für das, die ich beschwören kann aus den Becken. Explodiert, wenn Gegner getroffen wurde. Reduziert für einen bestimmten Zeitraum den von Gespenst erlittenen Schaden. Erhöht den Widerstand gegen alle Statusleiden. Erhöht für einen bestimmten Zeitraum die Zerstörungskraft des Gespenstes. Für einen bestimmten Zeitraum entkommt das Gespenst einmal dem Tod und seine LP werden wiederhergestellt. Erzeugt für einen bestimmten Zeitraum den Feuerangriff des Gespensts und reduziert erlittenen Schaden. Den Elektroblitzangriff des Gespensts, Säureangriff des Gespensts und zieht für einen bestimmten Zeitraum die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich, reduziert erlittenen Schaden. Ja, alles sehr uninteressant für mich jetzt ehrlich gesagt. Nimm den Quatsch mal wieder. Nee, ich find's leider unnötig. Sorry, aber ich find's unnötig. Was? Die Organe zurücksetzen? Ach, hier kann ich meine Stufe wieder ändern. Gut zu wissen. Ich musste niesen. So. Okay. Interessant. Wow, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Wie geil ist das denn bitte? Okay, das ist richtig cool. Dass hier so eine Abkürzung ins Hotel geht. Wie geil. Kann ich noch mit jemandem quatschen hier? Nee. Warte mal, das war, glaube ich... War das in der Gasse? Nee, da war der Boss. Dieser Bahnhof, Haus, Hotel von Rathaus von Krat, Innenhof des Rathauses von Krat. Warte mal, das war auf jeden Fall... Ich glaube, das war hier. Abbahnhof Plaza und dann war doch da rechts die Tür, oder? Zum Rosa Isabella Platz. Warte, ich habe gedacht, da geht jetzt noch einiges weiter, aber gut. Da ist wohl die Rosa Isabella Straße. Nicht Platz. Das nächste Ziel dann. Ach, warte, genau, das war im Hotel Krat. Oh. Ja, Rosa Isabella Straße. Isabella. Wow. Das ist so ein schönes Hotel. Oder war es halt mal, ne? Voll gut gefällt mir das. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie das mit der Ausdauer aussieht. Ich habe das ja noch gar nicht so richtig testen können. Eingang zur Rosa-Isabell-Straße. Isabel, nicht Isabella.
Ja, wurscht. Oder gibt's gleich hier einen Stargazer? Rosa Isabel Street, the Entertainment District. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna. Well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's... Yeah, it's getting a little depressing. Tja. Alle Menschen sind tot, was willst du da erwarten? Stargazer activated. Oh nein, da hustet schon wieder jemand. Ja, ich glaube, Krat ist bald eine Geisterstadt. Da sind aber die ganzen Spinner noch unterwegs. Ach ja, genau, ich wollte so einen Fabelkatalysator mal in die Leiste packen. So, denn... Ja. Weil der Angriff hier mit dem Schwert ist schon ganz nett, eigentlich. Was machst du denn da? Singt jemand. Oh, shit. Oh ja, die Ausdauer geht deutlich schneller voll. Sie denn? Oh. Poster der, für der Hexenturm und die Prinzessin. Aha. Der Hexenturm und die Prinzessin, die vom Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobte Komödie. Das Estella Opernhaus wird sein großes Finale präsentieren. Es ist das letzte Werk der Coppelius-Kapellen, dem erfolgreichsten Schriftsteller von Krat und der letzte Auftritt der roten Schauspielerin Adelina Corday, der größten Primadonna unseres Zeitalters. Das größte Abenteuer einer bösen Hexe, eines galanten Ritters und einer schönen Prinzessin erwartet euch. Kommt und erlebt ein unvergessliches Abenteuer voller Lachen, Schreien und Nervenkitzel. Oh, who are you? Oh, my stalker friend. I was worried the puppets had come back. They're demons. They won't give us a moment's peace. Even an elderly lady like me. They wouldn't even let the dead rest if they had the petrification disease. Drives a lady to drink, it does. Which reminds me, I could use a proper tipple. There's a wine called La Bleuie. When I was younger, they called it the Ruby of the Heavens. I'm sure there's still some left in the wine cellar at Lorenzini Arcade. You're an enterprising lad. Bring it to me and I'll give you something nice in return. Okay. Mach ich doch gerne. Die große Ausstellung. Freiwillige gesucht. Naja. Wenn du schon nichts mehr machen kannst, dann kannst du noch saufen, wenigstens, ne? Oh. Ey, ich wollte mal wieder den Perry benutzen, aber nein. Er lässt mich nicht.
Ist sie das? Lebt sie noch? Ist aber nicht die alte Frau. Bam, 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 bam. Oh je. Wäre vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, wenn alles hier abfackelt, die ganze Stadt. Oder Gaspar. Gaspar. Oh, Künstlerkritzelei. Puppen sind die schönsten Wesen. Selbst ihre menschlichen Meister sind im Vergleich dazu unvollständige Wesen. Geschöpfe, die perfekter sind als ihr Schöpfer. Der Schöpfer, der sie erschuf. Wen würdest du eher loben? Bettany bricht ein. Das ist die Agro-Hausdame hier. Staubwedel. Echt alle platt gemacht haben, einfach. Oh nein. Okay. Aufziehclown oder ein Harlekin? Alter. Oder ist der nächste? Ach wahr. Aber gut jetzt mit euch. Ach du Scheiße. Was ist das? Zirkus. Ja, ich liebe ja Clowns und alles, ne? Clowns und Puppen liebe ich am allermeisten. Oh, Sonderbericht. Das Geständnis eines Ausländers. Die Alchemisten haben das goldene Zeitalter Kratz eingeläutet. Das bestreitet niemand. Aber was wäre, wenn sie statt Gold eine noch nie dagewesene Katastrophe herbeiführen würden? Als Reporter erhielt ich eine überraschende Nachricht von einem Informanten, der früher selbst ein Alchemist war. Darin geht es um einen Fremden jenseits des Ozeans, einen Alchemisten aus dem fernen Osten, der mal berühmt war in Krat. Als er von den Geheimnissen der Gruppe erfuhr, verließ er sie und benutzt seitdem eine andere Identität, da er um seine Sicherheit fürchtet. Die Reliquie des Trimegistus ist eine einfache Ergomine, ist keine einfache Ergomine. Dieser Ort ist gefährlich. Meine Quelle behauptete, dass die Alchemisten einen Hintergedanken hatten, der nicht dem Wohl der Stadt dienen würde und dass sie einen sehr riskanten Plan verfolgten, der mit Ergo zu tun hatte. Die Verschwörungstheorie über den Tod von Hunderten von Menschen klang absurd, aber die vorgelegten Beweise waren überraschend glaubwürdig. Als Reporter verbrachte ich Monate mit dem Informanten und konnte einen Blick auf die dunkle Seite von Krat werfen. Ich beabsichtigte, meinen Bericht zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger vorzulegen. Der Rest ist schwer beschädigt. Die Veröffentlichung dieses Textes wurde wegen der Verbreitung von Falschinformationen und der Förderung sozialer Unruhen verboten. Zusätzlich hat unsere Zeitung Reporter Medoro auf unbestimmte Zeit suspendiert. Wir entschuldigen uns bei den Bürgern für den entstandenen Ärger. Ja, dabei hatte er recht. Wie hier wirklich darum hunderte Menschen töten oder die sind halt einfach umgekommen. Alter, was ist das schon wieder? Scheiße, ist das creepy. Oh.
kleinen Drecksviecher. Noch runter. Okay. Ein Safe. Ein Legionsstecker. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Kann ich den Aegis wieder wettmachen, den ich da verbaut habe, dummerweise. Weiter. Oh nein, was macht der denn? Jo. Alter. Zu Puppen. Ach du Scheiße, das ist ja ein richtiger Zirkus. Ich dachte, das wäre so eine kleine Manege und fertig, aber... Offensichtlich sind das noch mehr. Viecher. Oh, Kumpfschwert einer Tänzerin. Gucken wir mal rein. So, warte mal, was? Kettenrückzugshieb. Verpasse vor dir befindlichen Feinden einen Hieb und weg dich schnell zurück. Und hier habe ich auch wieder diesen Konter. Eine sichelförmig gebogene Schwertlinge, die vom Tänzerin des Ostens benutzt wird. Die wunderschön gearbeitete Klinge ist ein wahres Kunstwerk. Die Tänzer im Osten sind berühmt für ihre Schwerttänze, bei denen gebogene Schwerter zum Einsatz kommen. Ihr Schwerttanz erfordert sowohl Kraft als auch Technik, weshalb er als eine Kunst der Stärke und Schönheit bezeichnet wird. Und der Griff? Ein halbmondförmig gebogener Schwertgriff, der von den Tänzern des Ostens verwendet wird. Daran hängt eine auffällige Dekoration, passend für einen Schwerttanz. Tanz, Mondschein, Tanz. Bete, dass meine Liebe zurückkehrt, wenn der Sand sich verstreut. Aber pass auf, dass der Kopf meiner großen Liebe nicht zusammen mit den Tränen fällt. Ein Gedicht, das von einem östlichen Schwerttänzer hinterlassen wurde. Ach, schön. Hallo? Ich wollte... Da. Oha, das ist aber ein großes Krummschwert. Der leichte. Oh, sehr cool. Es erinnert mich an Dark Souls, das Moveset. Von den Krummschwertern. Ist aber auch ein Großschwert. Also da gibt es wahrscheinlich keine Unterscheidung zwischen Krumm und Großschwert. Alles dasselbe. Ich finde das halt immer noch ziemlich cool hier, das Schwert, weil es so einen Dash nach vorne hat. Okay.
Bisschen auffällig, dass da eine einzelne Puppe steht und singt. Alter, die blutet überall. Oh, what a beautiful puppet you are. I can hear your springs, even if you try to hide them. Musicians have keen ears, you know. Would you like to sing for me like your friends? I have a feeling the sound of your cries will be especially sweet. Let's have an encore performance of Pain for the Red Actress, Adelina Corday. I dedicate this performance to my sister, Adelina! Ah, shit. Alter, die können ja auch parieren. So ganz, wie ich das gerne hätte mit der Waffe. You stole my sister from me, rotten puppets! Ich hab einen Scheiß gemacht übrigens. Alter, jetzt. Verrecke! I am as your sister. So, was haben wir denn hier? Ja, ich hätte es schneller machen können, ich wollte aber unbedingt parieren, egal. Das Medaillon der weißen Dame. Ein kleines Medaillon, das als Erinnerungs... Geschenk überreicht wurde. Es enthält ein Porträt der hübschen Frau in Rot. Oder einer hübschen Frau in Rot. Die Schwestern haben zum Zeichen ihrer Freundschaft Medaillons ausgetauscht. Die jüngere Schwester freute sich. Morgen mögen wir immer gemeinsam auf der Bühne unserer Träume stehen. Deine liebevolle Schwester Adelina. Und die Maske habe ich noch bekommen. Die Taubenmaske der weißen Dame. Der Vogel verlor seine Stimme, träumte aber stattdessen vom blauen Himmel. Dieser Tag war ein tragisches Unglück für alle Schwestern. Das Mädchen, das seine goldene Stimme verloren hatte, wurde statt einer Opernsängerin zur Stalkerin. Nett. Ah, ist auch wieder die andere Seite. Lass uns ziehen auf Französisch. Oh, Zwischenfall auf dem Rosenanwesen. Bleibt ein Rätsel. Die Stadt Grad hat beschlossen, die Untersuchung der Katastrophe, die sich im Monat-Wohlfahrtshaus, auch bekannt als Rosenanwesen, ereignet hat, auf unbestimmte Zeit einzustellen.
Damit sollte das Chaos, das durch die großflächige Ausbreitung der Versteinerungskrankheit entstand, vermieden werden. Bislang gibt es keine bestätigten Überlebenden. Die Versteinerungskrankheit ist eine tödliche Epidemie. Allerdings gab es bislang keine derart massive Ausbreitung. Die Quarantänebehörden gehen davon aus, dass die neuartige Mutation durch die Versteinerungskrankheit ausgelöst wurde. Das Monad Wohlfahrtshaus, ein Internat für Kinder aus den Slums, hat noch bis vor kurzem das Zuhause der Gründerfamilie Monad, viele Schüler und Flüchtlinge. War noch das Zuhause, ja. Es wurde bestätigt, dass der Anführer der Alchemisten, Valentinus Monad, wette, der ist der Böse, während dieser Katastrophe verstorben ist. Okay, was für die Alchemisten eine große Belastung sein wird. Ja, aber einer der Alchemisten ist auf jeden Fall böse, den wir da sitzen sehen haben. Als wir den Bischof besiegt haben, den Erzbischof. Hundertprozentig hat der Dreck am Stecken, ich sag euch das. Oh, oh, oh. Bist du denn, kleiner Schmetterling? Na gut. Ach, das war nur einer, leider. Ach, das sind mehrere. Oh, mit dem ist der Leben so der... Ah, da ist ein Stargazer, sehr gut. Viele einseitige Türen hier. Oha. Neuer NPC. Stargazer activated. Welcher ist das jetzt? Oh, Rosa-Isabel-Straße. Abzugskanal der Rosa-Isabel-Straße. Oh, warte mal, was haben wir? Neue Münzen? 3 von 8. Ja. Ist okay. Aha. Oh. You're walking about in a place like this. You must be a stalker. Can I ask you a favor? My wife's body lies on Rosa Isabel Street. There was a fire, and I couldn't reach her through the flames. I know she's gone, but I hate to think of her just lying there. Would you bring me her belongings? Then I'd have something to remember her by. Okay. Thank you. Small kindnesses like this give me something to cling to. Her body is on Rosa Isabel Street. She used to look so beautiful in her black dress. I miss her so much. Every day is harder than the last. Please, bring me her belongings. Her body is on Rosa Isabel Street. I miss her. Okay. Aber die Rosa Isabel Straße ist doch die hier. Also liegt sie jetzt irgendwo rum hier? Scheiße, ihr seid ja alle wieder da. Ey. Ah, die Waffe ist so schwach, ne? Halt schon viel stärker. Ja, zwei Schläge. Ja, nee, Leute, ich werde nochmal kurz zurückgehen, gucken, was ich hier noch finde. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Das habe ich alles durchgesucht. Anyway, ich danke euch fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Und nächstes Mal. Am Stargazer einfach weiter. Beziehungsweise im Hotel Krater hole ich mir noch ein Level ab und dann machen wir weiter. Oh. Wunderbar. Nicht vergessen, liken und kommentieren, wenn ihr möchtet. Dankeschön, auf Wiedersehen.